Es wird deutlich enger auf dem rein elektrischen kleinen Kompakt-SUV-Markt hier mit dem neuen Kia EV3, der beispielsweise gegen Wettbewerber wie Volvo X30, Smart Hashtag One, Cupra Born als auch VW ID3 antreten will. Ja, und damit ein herzliches Willkommen mit diesen ersten Bildern zum Kia EV3 hier in der GT-Line zu Automativ.de mit mir, mit Benjamin. Wir haben dieses Auto jetzt zum allerersten Mal hier für uns ganz exklusiv mit den ersten Daten. Es handelt sich hier um den neuen Kia EV3 in der Long-Range-Version, wie er hier steht, hat eine PSM-Maschine an der Vorderachse, eine Batterie ist die große Version hier, die kleine hat 58 Kilowattstunden brutto, die hier hat 81,4 Kilowattstunden mit einer Leistung von 204 PS. Das Auto soll ab November diesen Jahres beim Händler stehen, also ab November 2024, und die GT-Variante, die soll es auch noch geben, eine scharfe Variante, dann mit Allradantrieb und wahrscheinlich Kia EV6-like mit ordentlich PS rund um die 400. Wir haben hier, wenn wir jetzt gerade beim Design stehen, auch in dieser abgedunkelten Version, wir haben im Studio hier ein bisschen das Licht abdunkeln lassen, da sieht man, okay, das Auto ist schon sehr, sehr scharfkantig, erinnert sehr stark auch an den Kia EV9, nur halt in einer kleineren, fast schon Miniaturausführung im Vergleich. Auch gerade jetzt hier in der Helligkeit sieht man, ja, es sind schon sehr, sehr scharfe Kanten und eine grobe Beplankung an den Seitenteilen ersichtlich. Gerade soll es natürlich für so ein kleines SUV so ein bisschen auch Offroad-Charakter, also alles, was neben der Straße passiert, auch nochmal symbolisieren. Was interessant ist, wenn man sich die Abmessungen anschaut, dann merkt man, okay, das Auto ist ein bisschen länger und einen ganz kleinen Tick breiter als ein Volvo EX30 und Smart Hashtag One. Wir haben hier eine Länge von 4,30 Meter und eine Breite von 1,85 Meter. Das ist schon für so ein kleines SUV ordentlich breit und die Höhe liegt bei 1,56 Meter, also relativ kompakt und auch gar nicht so hoch aufbauend. Klar, alles, was man sich in der Höhe sparen kann, das resultiert nicht in negativer Effizienz. Apropos Effizienz, wir haben hier einen Luftwiderstandsbeiwert, also einen CW-Wert von 0,267. Ebenfalls nicht wettbewerbs- oder rekordverdächtig, aber für diese Karosserieform, für diese Bauform des Autos auch echt gut. Zurück zu den technischen Daten. Wir haben hier, wie gesagt, zwei Versionen, zwei Akkuversionen im Unterboden. Die eine haben wir schon besprochen, hat 58,3 Kilowattstunden, die andere 81,4 Kilowattstunden. Kia sagt, mit der großen Batterie, mit dem großen Akku, könne man laut WLTP 600 Kilometer weit fahren können. Das gilt es, wie immer bei Elektroautos, zu beweisen, wie viel davon wirklich in der Realität dann auch möglich sind bei normaler Fahrweise über Autobahn und über Land. Beschleunigung 7,4 bzw. 7,7 Sekunden für die dann größere Batterie, mehr Gewicht, bedeutet natürlich auch etwas langsameres Beschleunigen und Gleichstromladen ist mit maximal 128 Kilowatt mit der großen Batterie möglich. Das sind keine rekordverdächtigen Werte, auch hier nicht, aber ordentlich und plausible Werte. Mit der kleineren Batterie sind es tatsächlich dann nur 102 Kilowatt, mit denen man maximal laden kann. Da hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft. Aber auch hier muss Kia schauen, dass ein bisschen Unterschied zwischen den großen Modellen, zwischen den Flaggschiff-Modellen bleibt und zwischen diesen kleineren SUV, die ja deutlich auch günstiger sind. Ja, hier sieht man nochmal den Kofferraum. Kofferraumvolumen haben wir schon gesagt. Und hier auch das Cockpit. Wir haben ein sehr aufgeräumtes Cockpit, ein sehr modernes Cockpit, wie immer oder wie auch oft bei modernen Elektrofahrzeugen. Man soll sich wohlfühlen. Es soll eine Wohlfühlatmosphäre, Wohnzimmeratmosphäre geschaffen werden. Das ist hier, denke ich, ganz ordentlich gelungen, auch mit recycelten Materialien hier im Interieur und keinem Leder. So geht ja Kia diesen ganz krassen Weg, finde ich aber gut, es passt auch sehr gut dazu und deswegen finde ich dieses Interieur, diese Interieuroptik auch in Ordnung. Ein 30 Zoll Panorama-Display wie im EV9 gibt es hier, auch im kleinen EV3 und auch Head-Up-Display gibt es hier optional, wie die ganzen Ausstattungsversionen dann im Endeffekt sein werden. Das werden wir dann nochmal auf automativ.de klären und schriftlich festhalten. Klar gibt es Over-the-Air-Updates und Spracherkennung und so weiter. Das haben wir hier alles an Bord. Man sieht hier nochmal das ganze Lenkrad und das virtuelle Cockpit dahinter. Preise, da sind wir noch nicht dabei dazu gekommen, bevor wir jetzt hier gleich das Video beenden.
Bei rund 33.000 Euro soll es losgehen, obwohl Kia das noch nicht offiziell bestätigt hat, aber wir vermuten diesen Wert. Vielen Dank fürs Zuschauen.